Eine Kur mit Schüsslersalzen kann beim Abnehmen helfen. Die Salze 4, 9 und 10 haben mehrere Wirkungen, die das Abnehmvorhaben unterstützen. Das Salz Nummer 4, Kaliumchloratum, hilft bei der Ausscheidung von Abfallstoffen des Stoffwechsels und stärkt den Kreislauf. Das Salz Nummer 9, Natriumphosphoricum, hilft gegen Übersäuerung und verringert Heißhunger nach Süßigkeiten und fetten Speisen. Das Salz Nummer 10, Natriumsulfuricum, belebt den Stoffwechsel und stärkt die Verdauung. Hinzu kommt die Schüsslersalbe Nummer 1, Calciumfluoratum. Sie stärkt Haut und Bindegewebe. Und so führt man die Kur durch. Am Vorabend oder am ersten Morgen trinkt man ein Heißgetränk mit den Kursalzen. Dadurch wird der Körper auf die Kur eingestimmt. Für das Heißgetränk werden von jedem Salz 3 Tabletten in eine Tasse gegeben. Dann mit heißem Wasser übergießen. Mit einem Plastiklöffel kann man umrühren. Das Heißgetränk in kleinen Schlucken trinken. In den ersten 3 Tagen nimmt man 6-mal täglich die Kursalze ein. Jedes Mal von jedem der 3 Salze eine Tablette nehmen. Die Tabletten langsam im Munde zergehen lassen. An allen Folgetagen, etwa 3 bis 6 Wochen lang, nimmt man die Tabletten nur noch 3-mal täglich ein. Mit der Salbe cremt und massiert man morgens und abends die Problemzonen ein. Weil die Schüsslersalze kein Wundermittel zum Abnehmen sind, muss man ergänzend seine Lebensweise auf das Vorhaben einstellen. Einmal täglich trinkt man einen Tee, wahlweise Mate-Tee, grüner Tee oder Brennnesseltee. Natürlich ist auch die Ernährung ganz wichtig. Eine Mahlzeit kann man durch Obst ersetzen, bevorzugt mit Obst der Saison. Einmal täglich kann man Salat oder Gemüse als Hauptmahlzeit essen, am besten mit einer eiweißreichen, aber kalorienarmen Beilage. Wenn der Heißhunger zuschlägt, kann man einzelne Tabletten der Kursalze zusätzlich nehmen, Nummer 4 bei allgemeinem Heißhunger und Nummer 9 bei Süßhunger oder Appetit auf Fettes. Wichtig ist auch regelmäßige Bewegung, um den Stoffwechsel anzuregen und um Fett zu verbrennen. Besonders gut ist Bewegung an der frischen Luft, wie Radfahren, Walken, Wandern oder Jogging. Viel Erfolg beim Abnehmen!